Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Craftleck 9,5. Und heute, meine lieben Damen und Herren, werden wir uns wieder ein bisschen um Building kümmern. Denn wir wollen ja unsere Base zusammen mit unseren Twitch-Menschen immer noch wieder fertig bauen. Es wird auf jeden Fall Zeit, sehr, sehr, sehr dringend, dass wir hier unsere Fassade ein bisschen hübscher machen. Wir haben uns das letzte Mal Crafting mit ein bisschen mehr Render-Distance angeguckt, als normalerweise üblich. Und jetzt zurückzugehen zu alten Sachen, wo wir halt vor unserer Base einfach gar nichts sehen. Ihr müsst euch überlegen, wir sehen nicht mal den Turm von Kroko, wir sehen nicht mal unsere Nachbarn. So ist es so, es fühlt sich ganz, ganz weird an. Aber heute, die Freunde sind da, hier unten, sie chillen und wir wollen heute ein paar Neon-Signs bauen und generell unsere Fassade ein bisschen hübscher machen. Das Ding ist nämlich, das haben wir schon mal angefangen, aber noch nie weitergemacht. Wir haben ja zum Beispiel dieses Schild hier oder auch die an der Seite und sowas und die sehen mit Shader halt insane geil aus. Wir haben auch hier oben unser großes Namensschild, das sich die Leute immer gewünscht haben, dass ich hier Cast hinschreibe. Es sieht ein bisschen, ich werde im Stream immer dafür gemobbt, dass es aussieht wie C Among Us 5 Hammer. Aus irgendeinem Grund. I don't know why. Außerdem fehlen hier Endrods, sehe ich gerade. Vielleicht ist da mal Wasser runtergelaufen oder so. Weil mein A angeblich aussieht wie eine Among Us-Figur und das T sieht aus wie ein Hammer oder so. Es ist ganz, ganz komisch. Aber hier oben fehlen auf jeden Fall noch ein paar Endrods. Heißt, wir kümmern uns heute eben um dieses Schild hier und wahrscheinlich auch ein bisschen um den Kram und um den Kram. Damit wir hier so neue Neon-Signs hinbekommen. Wir sollten uns vielleicht auch bei Gelegenheit diese Cyberpunk-Elysia-Map wieder angucken, weil da waren sehr coole Schilder dabei, damit wir uns da vielleicht ein bisschen Inspiration holen, weil die Schilder, die wir jetzt haben, die sind schon cool, aber die sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Also das hier ist ja, obwohl, eigentlich sind die auch anders, ne? Das ist so dreifach Layer praktisch mit Glas. Das ist einfach nur so mit an der Seite die Sachen. Das ist gleich wie das hier, aber das hier oben ist ja auch komplett anders. Ich glaube, wir gucken uns die Map vorher nochmal ganz kurz an und holen uns ein bisschen Bauinspiration, was wir da cool machen können. Und dann gehen wir, glaube ich, zuallererst auf das obere Schild und machen da schon mal die Endrods mache ich jetzt schon mal dran. Aber da müssen wir uns noch einen Design dafür überlegen, auf jeden Fall. Okay, wir sind auf der Map angekommen und ich sehe so viele Dinge. Auch das hier, die ich halt einfach bauen will. Das ist einfach nur, guck mal, das ist so simpel. Da wäre ich selber niemals drauf gekommen. Also ein Schild, was ich richtig geil finde, ist das hier vorne. Das ist praktisch so diagonal gebaut mit Endrods und ein Glas davor. Das ist richtig, richtig nice. Aber generell sind hier so viele, also die Map übrigens, anderes Level. Das hier geht ein bisschen in die Richtung, wie ich unser Main Shield oben bauen möchte. Da haben wir auch unsere Endrods und da machen wir außenrum irgendwie Glas. Da müssen wir nur eine coole Combo finden, was halt cool aussehen könnte. Also, dass wir dahinter irgendwie Concrete bauen und außenrum praktisch eben Glas und dann wäre das Main-Schild für oben drauf. Oder auch das hier. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus. Mit Endrods nach vorne. Voll der geile Effekt irgendwie. Aber das bräuchte man, da müsste man irgendwas Größeres oder so machen. An der Seite das Ding. Wir wollen auch unbedingt noch so ein Hologramm. Auf der Map gibt es so ein riesiges Hologramm eigentlich irgendwo. Ich glaube, das ist hier drüben. Da! Oh mein Gott, ich bin einfach basically drin gespawnt. Das war das Logo von den Bildern hiervon. Und das Ding, eigentlich wollte ich sowas immer in diese Base, in unsere Base mit einbauen, aber das sieht so insane aus, dieses Teil. Diese Scheinwerfer, die unten dahin strahlen auf diesen riesigen Phönix und dann praktisch eben das ganze Ding besteht einfach nur aus Endrods. Also eine riesige Skulptur aus Endrods, gelayert. Und das ist so crazy. Also ich will natürlich kein Phönix bauen, sondern halt irgendwas anderes, was irgendwo bei uns dazu passen würde. Aber das sieht so incredible aus. Boah, imagine, wir hätten sowas irgendwie vor unserer Base oder sowas, so schräg davor. Aber ich habe auch keinen Plan, was ich bauen sollte. Irgendwie mein Logo ist lame, ich habe aber kein so ein Tier, was mich representen würde oder sowas. Oder was dazu passen würde zu uns. Aber das sieht so heftig aus. Also, und auch die Stadt dazu noch im Hintergrund, hier dieses Cyberpunk-Ding. Das geht auch in die Richtung, wie ich meinen, ne, wie ich mein Namensschild oben haben möchte. Das sieht legit rot, sieht irgendwie cool aus sogar, ne? Maybe machen wir rot bei uns. Also ihr seht jetzt so grobe Overview, wie unsere Crafting Base irgendwann mal aussehen soll. War Gag, war Gag. Nicht nur unser Schild sieht anders aus, auch ich, wie ihr gerade seht, wie ihr seht, weil ein anderer Tag ist.
Aber unser Schild ist fertig. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr happy. Also noch nicht ganz fertig. Die Deko fehlt noch. Aber das Schild an sich steht auf jeden Fall. Und das ist sehr, sehr cool. Das heißt, hier oben ist jetzt gerade unser Neon-Sign mit Shader. Sieht halt sehr, sehr, sehr viel geiler aus. Einfach nur generell. Ich habe jetzt schon den ganzen Boden und sowas gemacht. Hier soll dann überall noch Deko mit dazu. Praktisch so Richtung Klimaanlage mäßig und so. Und irgendwie Rohre, die hier hochgehen, die jetzt alles miteinander verknüpfen und so alles. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Für jetzt müssen wir uns einen neuen Spot für das nächste Schild überlegen. Ich würde vielleicht ganz gerne ein diagonales Schild bauen. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin. Also hier würde es sich halt anbieten. Aber wenn wir das hier weiterziehen, dann ist da eigentlich auch kein Platz für ein diagonales Schild. Deswegen schwierig. Wir könnten hier eins hinmachen. Oh, hier oben drüber so ein diagonales Schild. Können wir sogar an der Kante hier machen. Warte mal, wenn wir den hier so 3, 4, 5... Machen wir den hier, einfach 5 frei. 3, 4, 5 hier. Und dann da unten ein diagonales Schild hin. Ich glaube, das wäre sehr nice. Lass uns das mal probieren. Das Ding an so einem diagonalen Schild. Ich habe noch nie eins gebaut, deswegen... Ich bin mir nicht sicher, was der beste Way dafür ist. Ich habe gesehen, dass so, ne, Sachen dahinter, ganz cool, sollte auf jeden Fall nice sein. Deswegen machen wir erstmal die Endrods dazu und dann überlegen wir uns davor irgendwas Schönes mit Glas oder so, was da cool aussehen könnte. Ich glaube, so ist geil. Wir haben gerade noch mal ein bisschen was umgebaut und zwar habe ich das Shield weiter nach oben gezogen, damit es nicht so, es könnte sogar noch breiter irgendwie, ne? Ich wollte das nicht so unten an dieser Kante dranhängen haben, sondern lieber davor stehen und so ist es halt jetzt gerade. Gefühl könnte es sogar noch ein Stück breiter werden, aber das wird eben, doch, ich glaube, es muss sogar noch breiter, ne? Ich glaube, es muss einen Block breiter werden auf beiden Seiten. Unser Shield steht. An der Stelle sollten wir probably Hashtag Werbung oben in der Ecke mit einblenden. Denn das nächste Neon-Sign, was wir gebaut haben, ist das Logo von Y-Food. Weil, also falls ihr es nicht wusstet, das ist jetzt für YouTube, ich habe keine Ahnung, wie das für YouTube jetzt genau funktioniert, aber Y-Food ist Sponsor oder nicht Sponsor, sondern Partner bei uns im Stream auf Twitch, was sehr, sehr cool ist, schon seit sehr langer Zeit und auch für die Zukunft nochmal mit dazu. Und deswegen gab es hier in Craftatic immer eine Y-Food Lounge, das ist das Ding hier drin. Also jetzt müssen wir für den Part hier auf jeden Fall ganz kurz Werbung einblenden. Und hier haben wir auch so lauter Y-Food-Sachen und sowas mit dabei. Also checkt sie auch sehr gerne aus. Ich packe euch sogar heute mal bei YouTube einen Link in die Videobeschreibung. Einfach so. Da kriegt ihr 10% Rabatt. Ist sehr, sehr wild. Aber ich will hier nochmal so eine Lounge bauen. Deswegen haben wir jetzt gerade das Logo von denen. Ich finde, es ist mir so gut gelungen. Aber muss ich mal wieder sagen, irgendwas riecht hier gerade sehr gut in diesem Raum. Aber, also das hier ist so das Y davon. Und für diagonal ist es sehr, sehr geil. Also ihr habt gesehen in der Timelapse, wie es am Anfang aussah. Und dann mit den Scheiben dazu wurde irgendwie nochmal so viel Detail geaddet. Also es ist nicht absolut perfekt, aber ich finde es, glaube ich, wirklich sehr, sehr cool. Also definitiv zufrieden damit. Da würden jetzt noch so ein bisschen Halterung und sowas mit rankommen. Also irgendwie an die Seite, dass das halt richtig hier dran ist. Und der Kontrast dahinter, der soll noch ein bisschen höher werden. Also da vielleicht ein bisschen Blackstone oder sowas dahinter, damit es das ein bisschen mehr Pop bekommt. Und oben machen wir das Ganze dann praktisch auch. Das heißt, das ist jetzt erstmal der nächste Part. Und dann können wir uns gucken, wo das nächste Schild hinkommt. Aber das Diagonale ist schon sehr nice. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht machen wir hier eins hin, aber da ist schon sehr, sehr viel. Oder wir kümmern uns vielleicht um das hier drüben. Aber overall like ich's. Background steht, Kontrast wird. So langsam fehlt aber Deko mit dazu, weil das sonst sehr clean und eintönig wird gerade. Wir haben jetzt die beiden Schilder hier oben. Die sehen sehr geil aus. Also eigentlich finde ich sie optisch richtig, richtig schön. Ich finde, sie passen auch sehr gut hier hin. Sie sind fast ein bisschen zu groß, proportional zum Rest irgendwie. Also auch das Y-Food-Shield jetzt. Aber ist okay, glaube ich, wenn da noch Deko und sowas mit dazu kommt. Also hier kommt später praktisch so eine Plattform hin. Und hier kommt dann ein bisschen, ne, so Deko-Stuff, was vielleicht auch Force-Shield geht. Für jetzt würde ich mich gerne um einen Tower kümmern, der hier hinkommt. Dass wir hier so eine kleine Plattform rausbauen und dann hier einen Tower hochziehen, der ungefähr bis hier geht. So ein bisschen über das Schild und auch vor das andere Schild auf jeden Fall. Und dann können wir vielleicht an die Seite hier noch ein neues mit dazu bauen. Und oben kommt ja sowieso auch nochmal Deko-Stuff und sowas mit dazu. Das ist also für jetzt der Plan. Das heißt, wir setzen uns an so einen kleinen Turm, der die beiden so ein bisschen miteinander verbindet und ein bisschen kaschiert, wie die gerade aneinander liegen oder übereinander liegen.
Der Turm jetzt gerade, ich finde ihn übelst geil. Wir haben einfach nur gefreestyle wieder hier hochgezogen. Die Idee ist jetzt gerade schon, dass wir unter dieses Schild hier unsere Satellitenschüsse machen. Ich wollte schon vor Ewigkeiten eine Satellitenschüsse bauen, haben wir aber nie gemacht. Aber die würde da richtig gut hinpassen. Also hier einfach nur so ein Flachdach und dann eine Satellitenschüssel, die so in, also praktisch in diese Richtung hier ausgerichtet ist mäßig. Könnte, glaube ich, richtig cool aussehen. Der Turm passt voll gut hier hin, finde ich. Also sieht aus, als würde er hierhin gehören. Da fehlen theoretisch jetzt noch Säulen, also einfach die hier, damit es komplett ist dann. Und der gibt jetzt einfach schon ein bisschen diese Connection, dass die Schilder nicht so dominant sind oder dass die so einzeln stehen, sondern der float jetzt schon das ganze Ding so von hier oben weiter so, das gibt so diese Richtung nach unten irgendwie an und connectet das beides so ganz cool. Bin ich echt übelst zufrieden mit. Also auch bei Nacht jetzt wieder, wie die Base gerade aussieht. Boah, Alter, dieses Gesamtbild davon, die Cam lag komplett, weil irgendwie, weiß ich nicht warum, ist es nur in dieser Instanz so. Aber ich finde es übelst geil. Also die beiden Schilder, die wir jetzt hier haben, fitten richtig gut, geben der Base nochmal ganz groß was anderes dazu. Hier oben unser Namensschild und ja, praktisch hier drüben das andere. Und dann kommt da bald noch die Satellitenschüsse dazu. Und ich glaube, dann sind wir perfekt fertig.